Also, auf in die Grafenstadt. Unvorhergesehenes hält dich von der Weiterreise ab. Ja, kämpfen wir halt. Kämpfen. 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 Sind bestimmt wieder Wölfe. 100 Pro. Ich sag's euch. Was anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, war mir klar. Da kommen die anderen beiden. Oh. Die wollen ja auf aggressiv gehen. Wie Leben haben die eigentlich? Ach, 23. Die sind jetzt nicht wirklich überwältigend. Wobei es mich eigentlich wundert, dass es dieselbe Zufallsbegegnung nochmal gibt. Aber ich glaube, wobei, na gut, ich glaube, das ist geskriptet. Könnte ich mir vorstellen. Weil normalerweise, wenn man ja nach Ferdok geht, dann kommt man ja genauso an den Punkt. Dann gibt es ja genauso einen Kampf mit den Wölfen. Ah, da kommen die anderen schon. Ich denke immer, dass da welche auch von hinten kommen, aber. Sind ja gar nicht so viele. Ich habe jetzt eigentlich auch mal gedacht, dass da mehr kommen als nur 5. Aber soll ja für den Anfang relativ machbar sein. Ne? Wenn da jetzt irgendwie 100 Wölfe kommen, ich glaube, das wäre irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Wenn man gerade vielleicht so Level 3 ist oder so. Oder Level 2, Mos Aves 3 kommt. Dann weiß ich nicht, ob man dann am Ende mit irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt 10 Wölfe gleichzeitig kommen. Okay, da kommt noch einer. Aber es sind halt insgesamt, ja, es sind 7 Wölfe auf der Map, die nacheinander kommen. Würden die alle gleichzeitig auftauchen, ich glaube, das wäre dann ein bisschen problematischer. Da könnte ich aber noch ins alte Video mal reingucken. Da ich nicht mehr genau sagen kann, gegen wie viel ich eigentlich actually gekämpft habe. Und dann gehe ich jetzt erstmal dann. Also ich laufe dann erstmal noch zu Danke hoch. Und dann hätte ich gesagt, mache ich eben hier kurz den Cut. Und dann sehen wir uns einfach bei Danko wieder. So. Schön Habt euch. ihr schon ein paar Waren für mich? Schön euch wiederzusehen. Ich habe hier schon mal einen Hut für euch. Wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? Hier habe ich schon mal einen Hut für euch. Wunderbar. Hier habe ich schon mal Habt ihr einen Hut für euch. wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? Ich habe 10 Fläschchen Apfelschnaps für euch. Beste Qualität aus Arvestroy, garantiert selbst gebrannt. Großartig. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Jetzt kann ich endlich meinen Stand eröffnen. Oh ja! Seid ihr sicher? Ich hätte schwören können, dass euch noch etwas einfällt, das ich besorgen Aber soll. nicht doch. Wie kommt ihr nur auf diese absurde Idee? Der Stand ist aufgebaut. Waren sind auch vorhanden. Dann kann der Verkauf jetzt beginnen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das erleichtert. Da wir nun Partner sind, schlage ich vor, ihr kommt später wieder, um euch euren Anteil abzuholen. Okay. Das werde ich mit Sicherheit machen. Viel Erfolg. Ich kann bei ihm jetzt aber nichts kaufen, Was oder? kann ich für euch Lass mal tun? einen Blick auf eure Waren werfen. Okay, verkauft genau das Zeug, was ich hier so, was ich mir so gegeben habe. Ja, gut.
dann gehe ich jetzt wohl erstmal zum Breiersplatz zurück. Und dann gehen wir erstmal zur Kirche. Und erzählen dann denen, dass ihr Bruder tot ist. Und es fängt wieder alles in Arvestroy an. Praios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eine schlimme Nachricht für euch. Ich komme soeben aus Arvestroy. Dort ist ein schreckliches Verbrechen geschehen. Ein geweihtes Praios wurde ermordet. Was sagt ihr? Das kann ich nicht glauben. Wer sollte so etwas wagen? Leider entspricht es der Wahrheit. Ich habe die Leiche am Kahlkopf gefunden. Bitte erzählt weiter. Dort hat er sich ein Unbekannter mit einer Goblinbande eingelassen, um dem Geweihten aufzulauern und ihn gefangen zu nehmen. Anscheinend wollten sie Informationen über ein Pergament aus ihm herauspressen. Ich kam leider zu spät, um euren Glaubensbruder zu retten, und außerdem konnte der Fremde entkommen. Das ist unglaublich. Ich werde sofort jemanden nach Arvestroy schicken, um den Vorfall zu untersuchen. Spreche auch mit Jäger Kautzenstein. Er hat mich auf die Goblins aufmerksam gemacht. Habt Dank für euren Bericht. Möge Praios über euch wachen. Ich werde jetzt das Nötige in die Wege leiten. Warte doch bitte einen Moment. Okay, selbstverständlich. Der tote Praios-Geweihte. Spricht er mich an oder muss ich ihn ansprechen? So, ich habe alles Notwendige veranlasst. Falls ihr auf weitere Informationen stoßt, gebt mir bitte Bescheid. Okay, das werde ich. Lebt wohl. Rondra zum Gruß. Kann ich euch kurz sprechen? Was gibt's denn? Vogtin Dariana schickt mich. Sie muss dringend mit euch sprechen und erwartet euch in der Grafenresidenz. Ja, okay. Könnt ihr mir sagen, worum es sich handelt? Leider nicht, aber bitte beeilt euch. Es ist dringend. Aha, dann werde ich mich sofort auf den Weg machen. Dann gehen wir jetzt wohl in die Grafenresidenz. Ich darf nicht vergessen, das Paket noch abzugeben. Ja, der Ulfing Rübenfallen. Er wartet noch auf sein Päckchen. Und ich bin mir natürlich nicht zu fein, hier den Dings zu spielen. Den Laufburschen zu spielen. Da ist man gerade mit seinem epischen Abenteuer fertig. Schon, kriegt man wieder 1000 Aufgaben. Die Auf- und Ausgaben. Stimmt, der hat ja eigentlich nichts anderes. Find mal seine Etikette. Oh, weil. Ich muss erst mal gucken. Hat noch jemand anders Etikette? Ich versuche mein Bestes. Nö. Dann lasse ich Dralda hier. Fuck. Damit er für spätere Würfe besser ist. Kann ich noch irgendwas? Nee. Bei ihm kann ich nichts mehr hochschrauben. Bei Vorgrim. Ich glaube, bei Vorgrim warte ich dann auch erstmal, bis hier. Alles klar. Bis er hier besser ist. Erstmal ein bisschen könnte ich bei Gladys noch verbessern. Eigentlich. Menschen können das betören. Ich glaube, das war alles vorher Maximum. Ich weiß nicht, ob es Maximum war oder nicht, aber ich erhöhe die Sachen mal für den Fall, dass ich es brauche. Ja, also die Mod geht ja noch eine ganze Weile länger als jetzt das, was ich hier gespielt habe. Schön, dass ihr kommt. Ich habe schon ungeduldig auf euch gewartet. Spieß Effing hat uns ausgerichtet, dass ihr etwas mit uns zu besprechen habt. Was ist geschehen? Victor Niceback ist leider entkommen. Okay, wie ist das möglich? Euer Kerker ist doch sicher gut bewacht. Wir können es uns nicht erklären. Gestern Abend saß er in seiner Zelle und heute Morgen war die Zelle leer. Den Wachmännern ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Okay. Das klingt, als wäre Magie im Spiel gewesen. Ja, vermutlich habt ihr recht. Außerdem hat letzte Nacht jemand versucht, in das Lagerhaus der Nicebacks im Ogdanhafen einzubrechen. Praios sei Dank, dass der Wächter, den ich dort postiert habe, den Einbruchsversuch rechtzeitig entdeckt hat und ihn erfolgreich vereiteln konnte. Okay. Das hört sich also an, als ob sich dort etwas Wichtiges befinden würde. Das habe ich auch gedacht. Deshalb habe ich das Lagerhaus noch einmal gründlich untersuchen lassen, ohne jedoch etwas Auffälliges zu finden. Da ihr schon bei der Suche nach Wackernagel euer Geschick bewiesen habt,
halte ich es für die beste Lösung, wenn ihr euch auch dieses Problems annehmen würdet. Oh, cool, nochmal ein Lagerhaus. Aber da war ich noch nie drin. Vielleicht finde ich ja wirklich was Interessantes. Wir sind euch selbstverständlich gern zu Diensten. Am besten, ich beginne mit meiner Suche direkt im Lagerhaus. Irgendwas muss dort versteckt sein. Dann wünsche ich euch bei eurer Aufgabe viel Erfolg. Vielen Dank. Okay. Dann werde ich wohl erstmal zum Preisplatz gehen. Weil dann gehe ich jetzt erstmal noch kurz ins Anwesen. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Goblin dann machen. Und wir gucken jetzt, ob der Goblin jetzt eigentlich tot ist oder nicht. Und dann schauen wir mal, gehen wir zum Ulfing. Und wenn wir dann bei Ulfing waren, dann gehe ich zum Ugdanhafen. Ich glaube, das ist so ein... Das ist eine gute Idee. Zu Diensten? Oh, ich wollte mich nur erkundigen, ob mein Besuch inzwischen eingetroffen ist. Nein, bei mir hat sich niemand gemeldet. Darf ich fragen, wen ihr erwartet? Niemand Besonderes. Handelt sich nur um einen Goblin, den ich bei einer misslichen Lage befreien konnte und der mich aus Dankbarkeit unbedingt begleiten wollte. Mir ist leider nichts Besseres eingefallen, als ihn hierher zu schicken. Ein Goblin? Seid ihr von allen Göttern verlassen? Ihr glaubt doch wohl nicht, dass die Stadtwache einen Goblin nach Ferdok hineinlässt. Jetzt, wo ihr mich mit dem Kopf darauf stoßt, kann ich euch nur zustimmen. Ich sollte mich umgehend bei Wachhauptfrau Dorkenschmied nach ihm erkundigen. Seid ihr sicher, dass ihr wirklich einen Rotpelz im Haus haben wollt? Ach klar, warum nicht? Ich glaube nicht, dass eine Gefahr von ihm ausgeht. Er scheint sehr friedlich. Wenn auch etwas neugierig zu sein. Vielleicht könnte er sich hier im Haus nützlich machen. Der Keller müsste mal wieder aufgeräumt werden. Er hätte etwas zu tun und käme dabei nicht auf dumme Gedanken. Ganz ehrlich, wenn ich schon einen, hier einen Wühlschrat im Haus habe, dabei eine... Das ist eine gute Idee, aber ich will erst einmal in der Kaserne nachfragen. Vielleicht stellt sich das Problem ja gar nicht, weil er es sich doch anders überlegt hat. Ein Goblin in Ferdok. Ach, wobei, ganz ehrlich, dann gehe ich jetzt einfach runter von hier aus zum Preisplatz. Geht schneller. Ach, wobei, ist ja eigentlich komplett egal. Das ist ein Huhn. Das ist schon direkt der Tod. Tod am Straßenrand. Ich sehe schon, der läuft so durchs Stadttor rein. Und alle Leute rennen so panisch weg, einfach weil so ein Goblin in der Stadt ist. Oh nein, ein Goblin! Eins muss ich jetzt mal noch jetzt nachgucken. Nandus zum Großen. Was kann ich denn da alles lernen? Es hatte mal irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass man bei der hier Dingens lernen soll. Den Skelettzauber. Was aber eigentlich Schwachsinn ist, weil das kann man bei ihr gar nicht lernen. So, Herr Ulfing. Habt ihr mein Paket schon? Ja, hier habt ihr es. Ah, endlich! Was habe ich? Oh, was habe ich es vermisst. Was ist denn so Wichtiges in dem Paket? Das ist ein original rübenfeiner Ziegenkäse. Hergestellt nach einem alten, geheimen Familienrezept. Riech doch einmal daran. Oh. Ardo, ich komme. Ardo, ich komme. Als würden die gleich sterben. Und die stinken alle. Das war wohl etwas zu viel für eure Nase. Zugegeben, für manche riecht er etwas streng. Aber der Geschmack, sage ich euch, einfach göttlich. Ja, euer Käse ist wirklich umwerfend. Ich muss es leider weiter. Gebt euch wohl. Wortwörtlich umwerfend, ne?
Wortwörtlich. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal hoch zu, zur Wachfrau. Oder? Ich glaube, Dorkenspiel müsste eigentlich hier sein. Und ich gehe aber vorher noch kurz zum Pereine-Geweihten. Ich hoffe, der kann mich heilen, in Anführungsstrichen. Da muss ich den Effekt nicht selber wegkriegen. Würde ich einfach sagen, dann macht es schnell offscreen. Und dann sehen wir uns einfach gleich bei der Wachfrau. Hier ist noch eine verschlossene Truhe. Warum ich die nicht aufgemacht habe? Aber ich wollte ja noch zum Pereine-Geweiht. Das fängt gleich nebenan. Ich habe ganz vergessen, dass der Pereine-Geweiht in der Grafenstadt ist und nicht in. Und nicht am Bradesplatz. Ich bin verletzt. Haltet kurz inne. Vielen Dank. Das finde ich sehr nett von ihm. Also, sie sind ja verpflichtet, Leuten zu helfen, aber. Also, ich nur wegen meinem üblen Gestank vom Ziegenkäse. Ah ja, die haben den Guten in einem wieder eingesperrt. Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Es gibt einen Rotpelz, den im Gefängniswagen eingesperrt hat. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich. Wovon sprecht ihr? Der Rotpelz wollte Ferdok einfach so betreten. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Gardisten ihn natürlich nicht passieren ließen, sondern sofort festnahmen. Natürlich. Er erzählte, dass er geschickt worden sei, um in Ferdok auf seine Retter zu warten. Wir nahmen an, dass er diese hanebüchende Geschichte nur deshalb erzählte, um hinter die Stadtmauern zu gelangen. Tja, was soll ich sagen? Seine Geschichte stimmt. Das habe ich mir auch gedacht, als ihr mich auf den Rotpelz angesprochen habt. Erzählt mir mehr. Er wurde in Arbeitsdreif von seinesgleichen festgehalten und ich habe ihn befreit. Aus Dankbarkeit wollte er mich unbedingt begleiten. Da ich in Arvestreu noch etwas zu erledigen hatte, habe ich ihn einfach nach Ferdok geschickt, um dort in meinem Anwesen auf mich zu warten. Ihr hättet euch doch denken können, dass wir einen Goblin nicht einfach so in die Stadt lassen. Ein Goblin. Da habt ihr recht. Ich war im Moment wohl zu überrascht von seinem Angebot. Würdet ihr ihn denn jetzt freilassen? Ich weiß nicht. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass ich kein gutes Gefühl dabei habe, einen Rotpelz in Ferdok herumlaufen zu lassen. Mit Sicherheit würde er auch für einige Aufregung unter der Bevölkerung sorgen. Ich halte es für besser, wenn er hier bleibt. Da kann ich Wachhauptfrau Dorkenschmied nur zustimmen. Ein frei herumlaufender Rotpelz in Ferdok, das wäre viel zu gefährlich. Ja, ich verstehe eure Bedenken. Was ist, wenn ich euch verspreche, dass er das Anwesen nicht ohne mich verlässt? Ich weiß nicht. Was meint ihr, Feldwebel? Nun ja, wenn ihr es uns versprecht, denke ich, wir können uns darauf einlassen. Außerdem haben wir dann ein Problem weniger. Also gut, abgemacht. Ihr könnt den Rotpelz mitnehmen. Wenn etwas geschieht, wissen wir, an wen wir uns wenden müssen. Rübinger, lass den Rotpelz frei. Zu Befehl, Wachhauptfrau. Ich danke euch. Ah, Quark. Du Quark, schon wieder gerettet. Quark, Gedanken. Das sieht so lustig aus. Das ist nicht nötig. Schließlich habe ich dich ja nach Ferdok geschickt. Ich hätte mir denken können, dass es Probleme gibt. Das ist nicht schlimm. Quark, jetzt wieder frei. Soldaten mich nicht schlecht behandeln. Damit das nicht wieder passiert, bringe ich dich jetzt persönlich in mein Anwesen. Ja, jetzt gehen. Will alles sehen. Dann los. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Dann kann ich von da aus Wie ich sehe, habt ihr euren Gast gefunden. Ja, ihr hattet recht. Die Gardisten haben ihn tatsächlich am Stadttor aufgegriffen und festgesetzt. Quark, das ist mein Hausverwalter Wirrwursch. Er kümmert sich um mein Haus. Quark, grüßt Zwerg. Ja, ich grüße dich auch. Quark, du könntest mir einen großen Dienst erweisen. Wirrwursch hat mir gesagt, dass unten im Keller viele Dinge durcheinander geraten sind. Es wäre schön, wenn du ein wenig aufräumen könntest. Es gibt dort bestimmt viele Dinge, die dich interessieren könnten. Oh, ja. Quark, schon ganz aufgeregt. Was sein im Keller? Gut, dann ist das ja geklärt. Und denk dran, du darfst das Haus unter keinen Umständen verlassen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ich komme dann später wieder. Der gute alte Quark. Ich finde ihn gut.
So. Okay. Ah, okay, ich muss darüber zum Lagerhaus. Ist das die Wache oder... Ah ne, da steht nochmal eine Wache vorm Lagerhaus. Wir zerdeppern erstmal die Kisten und Fässer. Zerdeppern die Kisten. Wenigstens braucht er keine 5 Jahre mehr, um hier diese Kisten anzugreifen. Das war am Anfang immer voll schlimm. Wenn er mal so 5 Minuten wartet, bis er überhaupt angreift. Als ob die Kiste jetzt einen Move macht. So, die Kiste fliegt, also er wartet so, bis die Kiste angreift. Weil die Kiste ihm auch random gegen den Kopf fliegt. Oder das Fass. Vielleicht ist das Fass um und schlägt ihm die Eier. Irgendwie absolut absurd, aber... Halt! Wir sind von der Vogtin befragt, im Lagerhaus. Wer auftragt, im Lagerhaus Untersuchungen durchzuführen? Ach, ihr seid das! Ich hab euch gar nicht erkannt! Wartet, ich lasse euch hinein. Okay, cool.